Was geht ab? Code Geass. Folge 16 sind wir schon, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich letzte Folge. Das Mikrofon sollte zu mir schauen. Dass ich letzte Folge nichts verstanden habe. Okay? Ich habe nichts verstanden in der letzten Folge. Nichts. Es war eine coole Folge. Aber so voll mit Informationen und keiner. Ich habe nichts verstanden in der letzten Folge. However, diese Folge ist geil. Hoffe ich. Vor allem, weil ich seit einer Woche nicht geschaut habe, weil ich jeden Tag fucking in der Uni bin. Heute haben wir Donnerstag, den 19. Januar. Ich bin leider etwas krank, deswegen kann ich nicht zur Uni gehen. Tut mir leid, Coaches. Ich wollte gerade eigentlich zur Uni gehen und habe mir gedacht, yo, fuck it. Ich muss Code Geass weiterschauen. Deswegen werden wir jetzt Code Geass weiterschauen. Code Geass. Ich kann den Namen immer noch nicht aussprechen. Ist mir aber auch egal, weil die Show ist geil. We are number one. Übrigens, ich wollte gerade starten. Meine Internetseite geht wieder. Das heißt, wir schauen jetzt hier weiter. Ich weiß nicht mal, wie die Seite heißt. Aber ich weiß nicht mal, ob das hier legal ist. Deswegen sage ich mal keinen Namen. Wir schauen hier weiter. Hier sind die Openings und so drin. Das heißt, ich werde das zweite Opening zum ersten Mal sehen, hoffe ich. Keine Ahnung. Let's go. Let's go. Let's go. Oh shit. Das war so cool mit Ogi und der Ding. Ich will es echt sehen, wie das weitergeht. Violetta, jetzt weiß ich, wie sie heißt. Nach endlich 50 Jahren. Nina! Oh shit, new opening! Das ist gar nicht so heftig wie die anderen. Das ist so. Ich schau nicht. Ruhig? Okay, doch nicht. Ich schaue ja generell keine Openings, weil ich weiß nicht. Manche Openings sind sau cool und spoilern überhaupt nicht, wie zum Beispiel das ein oder andere One Piece Opening. Ich glaube, nach dem 5. oder 6. haben die angefangen, so voll nichts eigentlich zu zeigen. So. Also, das fand ich super geil. Jetzt in den neueren weiß ich gar nicht mehr. Ich schaue den aktuellen One Piece Anime gar nicht. Aber das ist so, die haben nichts aus dem Anime gezeigt, keine Anime-Szenen, sondern so. Keine Ahnung, irgendwas anderes. Und das ist cool, finde ich. Weil da kann man ein Opening schauen, ohne jetzt so gespoilert zu werden. Und manche Sachen zeigen einfach, wie Jiraiya stirbt. Das ist ein geiler Song. Ich habe so geheult bei diesem einen Naruto-Opening, dass mir einfach gezeigt hat, dass Jiraiya stirbt. Fuck you! Seitdem hasse ich Openings. Das ist ein cooler Song. Ja. Ich muss mich kurz strecken, weil ich bin gerade aufgestanden. So. Alter, kennt ihr das, wenn man gerade aufwacht und sich denkt, Alter, ich. Obwohl, ich hätte jetzt eigentlich zur Uni müssen. Ich kann. Ich meine. What the fuck? Ich hab mich verkabelt. So. What? Da ist der Hurensohn. Well, fuck. Nehme ich auf? Ja. Nunani! Wo ist denn der? Ich hab nichts gecheckt nach der letzten Folge. Aber er hat CC befreit, aber CC konnte sich nicht an ihn erinnern. Stimmt das? Was ist das denn? CC? CC Soundtrack.
Wieso hat sie sich so verändert? Orange. Ich habe Orange-Kunden vergessen. Ich habe nur so einen Lolli. Der steht hier immer noch seit 1000 Jahren. Wieso schließt sie dich nicht uns an, Mann? Cornelia ist so badass, die soll einfach zu uns. Alter, sag nicht, da bricht jetzt in den Black Knights auch ein Fight aus. Die Torte. Alter, Xingxie hatten wir auch in den letzten Folgen gar nicht gesehen, fällt mir gerade auf. Go Green. Das ist geil. Weltkrieg. Da freue ich mich. Wieso hat sie alle ihre Erinnerung verloren? Pisse. Alter, so ein Scheißmann. Das ist doch crazy. Das ist doch crazy. Hör auf, alles zu fotografieren, Junge. Hä?
Oh, es ist noch einer von den Bradre. King Bradre. Alter, jetzt kommen die ganzen Important Knights oder was? Oh shit! Luciano. Wieso ist sein Auge zugenäht? Der hat bestimmt einen Gias. Schneise! Wer ist der Dude, Mann? Will der mich verarschen? Der Kerl, kann es sein, dass er einfach voll Spast ist, so? Entschuldigung, dass ich das jetzt sage, Bradley. Ich meine, er sieht schon ein bisschen badass aus, aber. Wie er einfach sich besser als alle anderen, cooler als alle anderen fühlt. Hobby? Nina! Halt dein Maul, Nina! Nina ist so. Hoffentlich. Hoffentlich stirbt sie bald. Ich glaube nämlich wirklich, dass Lila was irgendwas richtig, richtig etwas machen wird, was richtig krass wird. So. Einfach weil sie so ein crazy ass motherfucker ist. Was ist das für ein Soundtrack? Der gefällt mir. Holy shit. Lol. Alter, du bist so cool. Tamaki. What the fuck? Hä?
Wo taucht Ogi auf einmal auf? Wo ist die Ding? Ogi ist einfach einmal wieder so da und wir wissen nicht, was passiert ist. Der Soundtrack, yo. Es gibt irgendwie drei Farben? Okay, sie ist auch noch am Leben. Wo ist Violetta? Oh shit, Guilford wird jetzt auch zu uns kommen, weil wir ja seine geliebte Ding haben. Wie heißen die? Ich vergesse es immer. Cornelia! Ja, dieser Anime ist... What? Der Ogi, Mann, er musste gerade Violetta töten oder so, was weiß ich? What the fuck? What the fuck? What the fuck, yo? Jetzt kann er ihn mit Nanali erpressen, oder? Jetzt kann er sagen, ich töte Nanali, du Hurensohn.
What the fuck? Holy shit. Wow. Das lief alles so gut. Und dann kommt der Emperor back und dann. Also, ich weiß nicht, wie ernst ihr diese Situation findet, aber dadurch, dass Lelouch ist nie vorher ausgerastet. Nie. Eigentlich, oder? Sogar als Shirley gestorben ist, schaut er Rolle an und beherrscht sich voll so. Und jetzt schon so, als er gerade hier CC diesen Teller aus der Hand geschlagen hat, das war das erste Mal, dass ich gesehen habe, wie Lelouch ausgerastet bin. Ist. Er ist am Arsch. So, versteht ihr? Er ist am Arsch. Es ist eine aussichtslose Situation und ich kann es verstehen so, okay? Das war jetzt keine super krasse Folge, aber man kann deutlich diese Situation erkennen, so, what the fuck? So. Was soll er tun? Er muss zu Sekko anrufen. Er hat keine andere Wahl. Und. Da muss irgendwas passieren. Susaku muss sich uns anschließen. Ich denke mir sowieso die ganze Zeit, Susaku ist ein Hurensohn. Andererseits denke ich mir, wieso sollte er. War es wirklich Susaku, der am Ende dieser ersten Staffel die losgenommen hat und ihn einfach ausgeliefert hat? So. Wieso macht man sowas? Bist du schwul? Und ich verstehe es nicht. Entweder hat Susaku was richtig Krasses geplant, schon die ganze Zeit. Oder Susaku ist einfach ein Verräter-Hurensohn, einfach ein Hurensohn. Eins von den beiden. So.
Und jetzt will er sich alleine mit Lelouch treffen. Ich glaube nicht, dass es eine Falle ist, weil er ihn irgendwie dann gefangen nehmen will oder so. Sonst wäre er der größte Hurensohn der Welt. Er will sich alleine mit ihm treffen. Warum? Weshalb? Vielleicht will er ein Duell, was weiß ich. Villetta ist irgendwie... Keine Ahnung, wir wissen es nicht. Vielleicht tot, vielleicht nicht. Vielleicht hat sie Ogi gerettet und ist abgehauen und... Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass ich jetzt die nächste Folge schaue. Bis gleich.